Yo, Peace, Leute, und willkommen zum achten Part von Destiny 2 und zur Mission 6. Wäre viel schöner, wenn es jetzt der sechste Part wäre. Aber nun gut, wir müssen immer noch Kate 6 finden. Hey, hallo, der hatte den Sparrow, aber der war auch Level 20, der krasse Typ. Also, verpiss dich alle. Hier meine Kills klaust du nicht. Gut, hau bloß ab, ey. Kann ich gar nicht leiden, Leute. Meine Kills, weil der wollte nur meine Kills klauen. Der ist ja nicht, um für sich selber eine Mission zu machen. Nein, der will mir nur meine Kills klauen. Hm, gemütlich hier. Könnte man sich ja hier schön einrichten, ne? Warum hat Kate nicht sich hier so einfach alles schön eingerichtet und hat hier sich einen Tee gemacht und einfach gelebt? Ist das Zeug? Aber hier war radiolarische Flüssigkeit. Oh, geil. Das spritzen sie immer raus. Die Wächs sind keine reinen Roboter. Also Pipi wahrscheinlich von ihnen. Oder eben was anderes. Was aus Schläuchen des menschlichen Körpers kommen kann. Ja. Keine Ahnung, was ich selber gemeint habe natürlich. Um Gottes Willen. Und sowas wie ihr denke ich natürlich nicht. So. Oh Gott. Da bin ich aber hier schön rein in die Gülle. Oh, hallo Vex. Na, euch, hab ich euch einfach noch gar nicht gesehen hier. Kommt der? Oh, Alter, ihr habt neue Moves drauf, wenn ich das richtig sehe. Hier kriegst du den Nate ab. Oh, die Nate hat ihn nicht getroffen. Schade. Aber ist auch kein Problem hier. Ja, guck mal, ihr trefft doch überhaupt nicht alle. Aber wie scheiße seid ihr denn? Fast so scheiße wie ich. Und ich lasse mir meinen Titel des schlechtesten Aimers in Destiny nicht wegnehmen. Ihr könnt da knicken. Mein Titel. Oh, da sind noch ein paar mehr. Irgendwie habe ich keinen Respekt vor denen. Ne? Ein bisschen falsch vielleicht, nachher töten die mich. Aber ich habe keinen Respekt vor euch, Jungs. Einfach gar keinen. So, ab. Ich treffe dich trotzdem. Oh Gott. Ja, sagte ich. Ja, töten uns bestimmt gleich. Weg. So. Weg mit dir. Okay, nur noch eine. Sehr gut. Brauchen wir auch keinen Respekt haben. Oh Gott, da ist noch eine. Munition. Ich habe jetzt einen neuen Granatwerfer. Der hat nur noch einen Schuss, aber der ist viel stärker. Deshalb habe ich den genommen. Und der sieht cool aus, Alter. Sieht aus wie der China Lake aus Black Ops 1 so ein bisschen. Na. Verrat uns die Antwort. Luminanzbecken. Ich habe irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Lesen, Alter. Ich bin Analphabet geworden, Entschuldigung. Sie versperren dir den Weg zum Teleporter der Kate-Einheit. Du musst sie wohl ausschalten. Fanatiker, okay, die sind neu. Okay, die explodieren beim Tod. Glaube ich einfach. Ich weiß nicht, ob sie sonst noch was können, aber das merke ich auf jeden Fall. So, mal den Nade an dich. Blöde Fanatiker. Oh, die lassen diese. Ist das diese Flüssigkeit? Nö. Ah, doch. Wächst radiolarische Flüssigkeit. Okay. Also muss man da ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. So, hier ist auch eigentlich eine Nahkampffähigkeit. Die hatte ich ja die ganze Zeit. Bis jetzt nicht. Ich mache einfach mehr Nahkampfschaden, glaube ich, wenn ich einen mit dem Move töte. Bam! Bam! Bam, genau, Kombo-Schlag. Jetzt kann ich gerade One-Hit-Down taken. Also kommt der. Bam. Jetzt sind es ein paar viele. Soll ich vielleicht nicht unbedingt reinrennen und rumschlagen. Also jetzt kein Messer mehr. Das ist Schlagen, der Kombo-Schlag. Was ist das denn? Ihr könnt so eine kleine Kettenreaktion auslösen. Ja, geschickt sah das aus. Aua, ich krieg von links auf die Fresse. Kriege ich auch Damage durch das Ding? Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Oh, da ist eine Harpie hier drüben. Hallo, verschwinde mal. Komm, hau ab. Holy fucking lol. Was war das denn? Ach, weil da so ein Fanatiker explodiert ist. Okay, also die sind sehr gefährlich. Okay, wenn sie einem zu nahe kommen. Einmal ist keinmal. Wir kennen meinen lieben Spruch. Okay, die sind also sehr gefährlich, wenn die einem zu nahe kommen. Alles klar. Got it. Das Loot, schnell Loot holen. Bevor die Gegner auftauchen.
Alter, cool. Rackettel 17. Brauche ich nicht, was eine Pistole ist. Du musst sie wohl ausschalten. Nein, die Granatwerfermunition. Buh. Ich wollte die dringend haben. Ich laufe mal lieber ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass die gerade sehr nah sind. Sehr schön. Das sah schön aus. Oh, kommt der? Okay. Jesus Christus. Das war sehr, sehr knapp. Das war zu knapp. Eindeutig zu knapp. Das fand ich nicht gut. So, Moment. Dann machen wir jetzt mal euch ein bisschen fertig. Ja, das war wieder sehr gut. In den Reihen zu messern. Das war sehr intelligent. Ich weiß. Jetzt hab ich die. Ich bin tot. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Was war das denn? Ich werf die Granate erstmal völlig behindert irgendwo hin und dann messe ich noch eine Messe, ich einen Fanatiker. Dann sterbe ich fast. Sehr gute Zusammenfassung meines Lebens. Sehr gute Zusammenfassung meines Lebens eigentlich. Weg da. Gut, links von mir ist noch was. Oh Gott, die spawnen hier schon wieder. Oh Gott. Lass mich mal kurz hier weg. Gefällt mir nicht, wenn ich so... Oh Gott, sind das viele. Alter, ach du Scheiße. Ich kann auch meine Ulti nicht, aber was bringt mal, was, wenn ich meine Ulti ansetze, bin ich tot. Ich muss ja zu denen dann hin. Nein, 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 nein. Lasst mich in Ruhe. Blöde Mistviecher, blöde Fanatiker, Alter. Ich hasse alles, was auf mich zukommt und dann explodiert. Alter, das war geil. Ich habe das Gefühl, dass die weg Schaden kriegen, wenn die da in ihre Flüssigkeit latschen. Geh da hin, die Harpien. Das ausschalten. Oh Gott, wir sollten uns vielleicht erstmal um das kümmern, was hier direkt vor meiner Nase ist. So. Das Ding hier nachladen. So, kommt her, müssen wir ein bisschen mit unserem Scout-Gewehr arbeiten. Ja, treffen müssen wir mit ihm aber nicht. Wir müssen nur mit ihm arbeiten. Komm hier weg. Sehr schön. Hey, Goblin, hau doch nicht ab. Hau doch nicht ab. Oh, da ist auch noch ein Minotaur. Alles klar, kein Problem. Es sind keine blöden Fanatiker mehr hier sind. Kriegt Granate ab. Oh, die hat die Harpy erwischt. Ja, der Minotaur wurde zumindest ein bisschen erwischt. Okay, wir haben kaum noch Munition für unser Automatikgewehr. Aua. Okay, 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 okay. Wir können so nur noch unsere Ulti einsetzen. Wenn das mir hier zu blöd wird. Aua. Es wird mir gleich zu blöd. Ich soll vielleicht erstmal einen Gegner ausschalten, bevor ich schon wieder auf 20 neue gehe. Ich hitte alle so ein bisschen an und dann lasse ich sie in Ruhe. Das ist nicht so gut. Du fucking Bitch-Ass. Hau doch ab, Alter. Ich dachte, das wäre ein Fanatiker. War es zum Glück nicht. So, der ist fast down. Sehr schön, er ist down. Ah, wo bist du? Da ist der andere. So, komm her. Sehr gut. Geh weg, Alter. Huh, so ein paar viele, ey. Durch deine Zerstörung der Wex würde ich meinen Captain und meine Crew weniger vermissen. Oh. Ist ja süß, aber es hat nicht geklappt. Das ist ein bisschen auch wieder traurig und schade. Das ist der Wex-Teleporter? Ja, sieht okay, sehr schön aus. Du solltest ihn an dich nehmen. Okay, deaktivieren und entfernen. Nimm das, du Blechkopf! Ich bin raus, Baby! Raus! Wuhu! Kate, wo bist du? Hey, du hast es geschafft! Du hast mich da rausgeholt! Ja, natürlich! Und, wo bin ich hier? Gute Frage. Schießt mich das nach oben? Ich muss da hin, das ist ein Portal. Oder? Ui, hallo. Oh Gott. Wie sagte Gerald immer so schön, ich hasse Portale. Ja, allerdings. Welche ist die Böse? Hätte ich Gefühle, wären sie jetzt verletzt. Also bist du die Böse.
Ich sag ja, ihr seid zwei, wusste ich doch. Ihr heißt nur beide gleich. Das ist natürlich ein bisschen blöd, so seine Namen zu vergeben. Aber wenn ich Kinder kriege, dann nenne ich die auch alle gleich. Da hinten ist Happy Chili, Alter. Geil. Eigentlich würde ich den viel lieber sehen als Kate, aber wir müssen zu Kate. Schade, warum dürfen wir nicht Happy Chili treffen? Oh Gott, das darf man nicht. Die Gefallenen haben die Becks sauer gemacht. Und mit sauer meine ich Fuchsteufel sind. Ich verstecke mich auf der Exodus. Ja, versteck dich mal. Aber mein Rumpf ist komplett zerbrochen. Die Decks 1 bis 20 sind vergraben. Und mein Kühlungssystem. Ein einziges Schlamassel. Oh, das wissen wir, Failsafe, das wissen wir. Absolut. Absolut. Also ist da jetzt jemand fuchsteufelswild hier? Ich bin's. Ich. Die Kate-Einheit. Negativ. Ich meine positiv. Aber du ziehst eine große Menge an Gefallenen an diese Position an. Sehr gut gemacht, Kate. Failsafe, die schießen auf mich. Ich bin doch schon bald da. Ich habe nur leider keinen Sparrow, um schneller zu sein. Oh, was ist das denn? Das ist groß. Der Torlord. Ich hatte gehofft, die Vex und die Gefallenen erledigen sich gegenseitig auf der Venus. Aber dann verpasst du ja den ganzen. Alter, da ist auch noch ein Läufer. Moment, mal den Torlord will ich ausschalten hier. Au, oh, nicht so wegsprengen. Au. So, oh Gott, ich muss weg. Hier kriegst du noch eine Granate ab, Junge. Okay, jetzt haben wir einen Torlord und einen Läufer, die wir bekämpfen müssen. Na super. Toll gemacht, Kate, dass du die alle angelockt hast. Zack! Bam! Da ist noch was. Weg! Ich habe ein bisschen Angst hier. Da ist ein bisschen zu viel los. Hi, ich wollte eigentlich hoch. Habe ich auch nicht so ganz geschafft. Wobei, ihr kämpft ja gegeneinander. Dann lasse ich die doch einfach mal kämpfen. Verdammt, ich komme hier einfach nicht hoch. Wie er da so guckt, so. Legen wir halt den Captain hier. Auch okay. Ich muss nicht alle Captains erledigen. So, die kriegen ja anscheinend die Minotauros nicht tot. Dann mache ich das mal, ne? So. So geht das, Jungs. Ihr kriegt ja gar nichts hin hier. So erledigt man die. Ja, genau. Jetzt kommt her. Kommt her! Feiglinge. So. So, ah, hier geht's auch nach oben. Kann ich dem Captain mal einen Besuch abstatten? Hi. Oh Gott, ich bin ein bisschen zu sehr in dich reingerannt. Muss kurz nachladen. Sekunde. So, weg mit dir. Okay, die Bosse haben sich anscheinend verzogen. Okay, nee, das ist der Läufer. Der ist anscheinend tot. Fände ich gut, wenn das der Fall wäre. Okay, wir machen nicht so viel Damage auf die Entfernung. Hier, Granate. Er hat sich weggeportet, aber er hat trotzdem den Damage bekommen. Das ist das Wichtigste. Er hat seine Freunde sozusagen beschützt. Da standen ja ein paar Omin. Deshalb hat er sich weggeportet. Intelligenz, Heavy Touches. Oh Gott, nein, da sind die tatsächlich noch. So, Captain. Du kriegst aufs Maul. Wie, dass ich gar nicht. Den juckt das gar nicht, dass wir auf ihn schießen. So, den down taken. Komm her, Vandale. Weg mit dir. Wo ist der Captain? Da ist der Captain. So. Ja, schießt du nur. Tschüss. Hallo, Torlord. Ich versuche dich mal ein bisschen anzudamagen, ne? Vielleicht hilft's ja was. Ist der Läufer down? Ja, der ist auf jeden Fall down. Glaube ich. Hoffe ich. Dann rede ich mal um, dass ich dein Pack... Ich kann das Pack irgendwie doch nicht so ganz treffen. Schade. Jetzt treffen wir so ein bisschen. Ja, toll. Raste ruhig aus, ne? Du musst nur ein bisschen warten. Ich muss nur kurz mich umdrehen, ein bisschen wieder auf dich ballern und dann... Ja, genau. Schön. Zeig mir dein Pack, Baby. Manche Leute wollen Sixpack sehen, ich will Battery Pack sehen. Ich muss kurz hier bleiben. Nein. Lass mich. Dreh dich wieder um zu den anderen. Die wollen auch mit dir spielen. So, Leben ist fast wieder voll. Heißt, oh Gott, wie schnell er sich jetzt umdreht. Ansonsten hat er immer 10 Jahre gebraucht.
Das finde ich gut. Das ist da noch. Oh Gott, der hat sich weggepottet. Bestimmt genau in mein Gesicht wahrscheinlich gleich. Ah ne, da oben hin. Finde ich auch in Ordnung. Ich treffe dich immer noch, Bitch. Ah, zwar ein bisschen weniger Schaden. Aber du scheinst dich nicht mehr um mich zu kümmern. Also von dem her. Wobei, sobald meine Munition für das Scout-Gewehr aus ist, bin ich ziemlich im Arsch dann auf die Entfernung. Weil ich glaube, mein vollautomatisches Gewehr würde jetzt so ziemlich gar keinen Schaden mehr machen auf die Entfernung. Aua, von was kriege ich denn jetzt schon wieder? Au, au. Stopp. Ich versuche gerade den Torlord zu erledigen. Du bist mir ziemlich egal, du blöder Minotaurus. Aber wenn du Beef willst, kriegst du Beef. Hier ballert noch irgendwas auf mich. Da unten sind ja auch noch Gegner. Hallo. Was macht ihr denn da, ihr Pussys? Gehen wir ein bisschen mehr in den Angriff. Stehen die hier rum, Alter? Feiglinge. So, kümmern wir uns um die Goblins. So, sehr schön. Ist der Vandal jetzt noch da? Yep. Weißt du was? Komm, ich komme mal zu dir runter. Und natürlich, um den Loot noch mitzunehmen. Ah, du hältst aber was aus, ey. Oh. Ah. Ulti wäre ready. Das wäre natürlich schön. Aber ich glaube, dass wir den Toller voll einfach so hier ein bisschen weiter auf dem. 37 Schaden pro Schuss ist aus. Es sind 37 Schaden pro Schuss. So. Ja, jetzt haben wir das Berry Pack. Oh, meine Muni ist alle. Ja, ich glaube, ja, das macht 11 Schaden pro Schuss, ja. Da ist die Entfernung ein wenig zu hoch. Lass doch mich in Ruhe. Was wollt ihr denn von mir jetzt? Ich will doch auf den Torlord gehen. Von euch will ich noch gar nichts. So. Irgendwann ist er auch so down. Irgendwann ist er auch so down. Er hat sogar getroffen. Wow, ich bin beeindruckt von mir selbst. Ja, baller schön auf den Läufer. So, der Torlord müsste jetzt gleich downgetaked sein. Oh, du blöder Servito. Muss mir natürlich jetzt meine verkackte Schussbahn laufen. So, dann töten wir halt erstmal dich, du Dreckservito. Du bist meine Schussbahn gelaufen. Ich wollte dir eigentlich nichts tun erstmal. So, geht down. So, Torlord, geh weg. Sehr schön, mit der Hilfe der Goblins und allem habe ich die erledigt. Ja, nur ein bisschen gedauert. So. Ja, das macht aber, guck mal, das macht echt der Servitor hier, diesen Schutzschild. Das habe ich mich immer irgendwann mal gefragt. Zack. Das würde ich nicht so sagen. Bestimmt können die ja nicht ran, Alter. So, ich will ja das ganze Schlachtfeld aber frei von Gegnern haben. Also kommt ihr scheiß Goblins auch noch dran. So, der rennt gleich auf mich zu, dann kann ich ihn wegmessern. Bam! Bam! So, da ist noch ein Servitor. Den sollten wir zuerst ausschalten, damit er sein nerviges Schild nicht mehr macht. Warte mal. Ah doch, Nahkampf geht trotzdem. Du hängst da ein bisschen rum, hi. Servitor, da bist du. Sag mal kurz die Fresse boxen. Zum Riesenvieh. So, weg mit dir. Sehr schön, haben wir das Schlachtfeld hier mal geklärt. Dann war mal eine schöne Schlacht hier. Zwischen zwei verfeindeten Fraktionen. Und dann kam ich dazu und dachte mir, hey, das nutze ich aus. Aber wir sollten vielleicht lieber mal zu Kane anstatt hier. Anstatt, dass ich mich hier brüste mit meinen Dingen, die ich hier erreicht habe in dieser Schlacht. Sollten wir doch lieber zu Kate gehen. Vor allem, kriegt man irgendwann einen Spell? Also, in Destiny 1 hat man ja pro Planet immer gekriegt. Bis jetzt haben wir noch gar keinen. Hm, vielleicht kriegt man den auch erst sehr spät. Oh nein, dein Horn! Allerdings ist mein Elixier auch ziemlich eingerostet. Was? Hör auf zu reden, das hört sich eklig an. Ich bin unterwegs! I'm coming! Der gefallenen Captain Yalix. So, ganz ruhig, ganz leise hin. Dann machen wir zack. Unsere Ulti-Einsetzer, Mom! Oh, der hält aber ein bisschen was aus. Also, ist er sich weggeportet, die Pussy. Toll, ich wollte mit meiner Ulti jetzt eigentlich dem schön viel Damage machen. Na gut, ich kümmere mich halt hier um die Kleinen. Ist der Captain? Okay, jetzt kommen hier ein paar Schweber, alles klar. So, da ist der Captain. Hallo, Captain. Ich setze ein bisschen Damage rein. Und ein Nade.
So, warte erstmal um die Schweber. Oh, da kommen ja ganz nach mehr an Schwebern, ey. Ist der Schweber-Captain, nicht der gefallenen Captain, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht denn ihr da drüben? So ganz alleine. Nein, 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 nein. Ich finde es nicht so nett, wie du auf die Stelle schießt, wo ich möglicherweise gerade rausgucken möchte. So. So, Schweber sind downgetaggt. Moment, eine Sekunde. Bam. So, mal ein bisschen Damage hier rausballern hier. Guck mal, ja, irgendwas hat explodiert. Oh, das hat es aber nicht getroffen. So, sehr schön. Oh, ja, das Ding hier nehmen. Oh, muss nachladen. Hey, hau doch nicht ab. Pussy. Und ein Schiff, okay. Da hinten jumpt der Captain rum. Nein, 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 nicht auf mich schießen. Ich habe noch keine Deckung. Oh, da ist auch noch was. Oh, hallo. Kleine Schwebearmee. Moment, ich muss nachladen. Wenn ich nachlade, genau, sehr schön. Die haben nicht geschossen, wenn ich nachgeladen habe. Das fand ich sehr nett. Okay, Moment, ich kümmere mich erstmal um die da. Zumindest versuche ich das. So, Power-Kombo-Schlag oder so, wie auch immer das nochmal genau heißt. Kombo-Schlag, da steht's doch. So, Moment, ich will dich schön hier wegprügeln. Au, 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 au. Dead A mal wieder. Ich zeig mal wieder, was meine Qualitäten sind. So. Hallöchen! Du bist noch ein bisschen arg nah. Ein bisschen Abstand, ein bisschen Privatsphäre vielleicht noch, ne? Hier unten, ja, hier unten sind noch ganz viele, ja. Ich hab schon fast gedacht, das Radar war noch so voll. Aua. Na. Ah. Ich bräuchte ein bisschen Munition, Jungs. Wäre das machbar? Dass du mir jetzt ein bisschen grüne Munition droppst? Du da? Ne, leider nicht. Okay, schade. Wir nutzen halt unser Scout-Gewehr. Und unsere Nate natürlich. Die hat auch gesessen. So. Ah, wie viel der aushält. Hey, das gibt's ja gar nicht. Erst eine Torlord, jetzt so einen gefallenen Captain hier. Da hatten die schon mal Gegner. Aua. Oh Gott, jetzt kommt noch wieder irgendeine. Ah ne, jetzt war's nur du. Moment. Das haben wir gleich, Bro. Weg. Hallo. Oh, jetzt hat er gerade sein Schild aufgeladen. Scheiße, jetzt muss ich wieder das Schild wegballern. Nervig. Die Munition von unserem Scout-Gewehr geht auch gleich zu nahe, gell? Aber noch haben wir ein paar Schuss. Hier hat jemand eine Deckung begeben, um sein Schild wahrscheinlich aufzuladen. Aber schaffst du nicht. Oh Gott. Da haben wir gerade kurz wieder schön verzogen. Okay, Moment. Muss kurz nachladen. So, jetzt bist du doch gleich down hier. Komm her, noch ein Balken hat er. Wir sollten aber kurz auch unser Leben regenerieren, vielleicht. Na, wo bist du denn? Da oben. So, die letzten Schuss davon. Dann wieder Scout-Gewehr-Action. Hallo. Schön, dass du dich genau in meine Schussbahn geportet. Moment, muss kurz nachladen, Bro. Granate. Oh, die hat leider nicht getroffen. Schade. Abgeprallt ist sie. Von dem Geländer da. Aber nicht so schlimm. Da war aber eine Headshot-Kombo, ey. Drüben. Na, Mist. Jetzt hat er gleich wieder sein Schild wahrscheinlich. Nein, zum Glück nicht. Noch rechtzeitig treffen können. Na, unsere Munition neigt sich sehr dem Ende zu. Noch 15 Schuss. Also noch ein Magazin. Der schießt mich da an. So, Schild wird nicht aufgeladen, mein Lieber. Dafür habe ich nämlich keine Munition. Ich habe nämlich gar keine Munition mehr jetzt. Ja, er ist down. Perfekt. Mit dem letzten Schuss, Alter. Oh. Ja, das nehme ich gerne. Nein, geh ein bisschen weg. Das ist Raketenwerfer. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Bam. Bam. Kommt doch her, Alter. Kommt doch her, Alter. Zeig doch mal, was ihr könnt. Zeig doch mal, was ihr könnt. Nicht wegporten hier. Oh ja.
Das ist ein geiles Teil. So eine schöne Versenkungswaffe heißen die, glaube ich. Da ist noch irgendwas hier. Hä? Irgendwas? Irgendjemand? Hä? Hä? Anscheinend nicht. Wann geht's weiter? Wo geht's weiter? Was soll ich tun? Ich kann mir die Munition hier kurz mitnehmen. Sind hier noch irgendwo Gegner? Oder so? Ansonsten müsste ich eigentlich nur gut. Ich laufe einfach mal hier entlang. Geht's da weiter? Ne, ich glaube, da ist eine Sackgasse, oder? Ich guck mal, wir laufen mal kurz da lang. Irgendwo müssen wir ja lang. Wenn hier keine Gegner mehr sind, nee, tatsächlich nur. Ich dachte gerade so, oben wäre ein Gegner, aber nein, das ist kein Gegner. Ja gut, dann laufe ich da lang. Oder so. Hallo? Hier geht's aber nur, hier geht's nirgends weiter. Das ist alles im Kreis. Na, hier geht's auch nicht weiter. Ich glaube nicht, dass ich da hoch kann. Sollten hier noch mehr Gegner erscheinen oder so? Hallo? Destiny, kannst du mir bitte irgendeinen Gegner vor die Flinte setzen oder mir sagen, dass ich es geschafft habe und oder so? Da vielleicht? Richtung da? Ach, ins Portal einfach. Idiot! Die Musik kam mir so rüber, als wären da noch Gegner. Also, ah, hier sind auch noch Gegner, guck mal. Bam! Bam! Hey, bam! Get off! Du hast uns gerettet. Natürlich! Ja, da fügst du mich jetzt hoffentlich ein. Euer Kapitän registriert. Willkommen an Bord, Captain. Hallo! Dann treffen wir uns endlich mit Kate 6 nach dieser epochalen Schlacht. Hey, hey, runter, runter, runter. Es stimmt also. Das Licht hat zu dir zurückgefunden. Nicht, dass ich eifersüchtig bin, aber mach mal langsam, ja? Sonst stehe ich dumm da. Was hast du eigentlich mit dem Wex-Teleporter vor? Mich persönlich bei Gold vorstellen, ihn platt machen und dann lecker was essen. Aber erst muss ich hier ran. Das Tolle an Wex-Tech, kein bisschen intuitiv. Kate, das kannst du nicht alleine machen. Klar kann ich. Solltest du Gorr besiegen, wird die Rotlegion trotzdem alles in Schutt und Asche legen, ob sie gewinnen oder nicht. Die Kabale sind voll fiese Fieslinge. Yep, verstanden. Ach, tut mir leid, aber du verstehst anscheinend nichts. Die Kabale sind einfach gnadenlos. Ihre Waffe könnte einen Stern zerstören und die ist direkt auf unsere Sonne gerichtet. Hey, 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 mach mal halblang, sonst kriegst du einen Kurzschluss. Zavala hat einen Plan. Er braucht dich, Kate. Ja, Zavala sagt immer, er hätte einen Plan, aber manchmal... Warte. Zavala sagt, er braucht mich? Das sind die Worte, die Zavalas Mund verlassen haben? Ja, hat er. Bitte sagt mir, ihr habt das aufgenommen. Hat die Cora es wenigstens gehört? Tatsächlich ist sie seit dem Fall der Stadt verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Io. Io, dort würde sie nach Antworten suchen. Hey, danke. Hast was gut. Ja, also okay, tatsächlich habe ich das Ganze aufgenommen. Habe ich getan? Genau hier. Also nicht in dem Part, aber an sich habe ich es getan. Ich glaube nicht, dass er es so genau gesagt hat. Er hat nie gesagt, ich brauche ihn. Oder hat er gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ob er es so wortwörtlich gesagt hat. Aber anscheinend scheint sich Kate darüber ein bisschen zu freuen, dass er das gesagt hat. Und wir haben was gut bei ihm. Das ist doch nett. Wir sind hier gelandet. Schau mal hin zu. Was ist denn das da vorne? Alle ansprechen. Hallo. Hallo. Kannst du irgendwas? Kates Freund. Ich bin Failsafe. Ah, das ist tatsächlich die nächste Mission.
Ich weiß, dass du nach Io gehst. Falls du zurückkehrst, helfe ich dir gerne bei der Wex-Forschung. Wir könnten den Kram klauen. Nur ein Witz. Klauen darf man nicht. Genau. Swiper nicht klauen. Die Wex sind Alien-Roboter-Monster. Da herrschen andere Standards. Alien-Roboter-Monster. Das ist kein Mord bei Robotern. Besuch mich bald wieder. Alle, die ich kannte, sind nur noch Staub und Asche. Ich bin einsam. Oh. Failsafe, als Überlebende eines abgeschossenen Kolonieschiffs des Goldenen Zeitalters führt dich Failsafe zu den Wex-verseuchten Ödlanden von Nessus. Die Rote Schlacht. Failsafe, die KI der Exodus Black, will beim Kampf gegen die Wex auf Nessus helfen. Aber nun, da K6 gerade nicht auf der Höhe ist, ist es Zeit, sich an die Cora Ray zu wenden. Hilf Cora zu finden, wonach sie sucht, indem die Mission Sakrileg auf Io abschließt. Okay. Okay, da gibt's ein paar Sachen. Ich brauche keine Ausrüstung. Scheiße, ich brauche eine neue Abenteuer verfügbar. Okay. Alles klar, ich würde sagen, das war's in diesem Part von Destiny 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut die Playlist auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Wenn wir dann auf den einen neuen Planeten gehen, auf Io, heißt er anscheinend. Ja, danke. Io, eine neue Welt, neue Mission verfügbar. Io ist ein Mond des Jupiter. Diesen Himmelskörper hat der Reisende vor dem Untergang zuletzt berührt. Io ist nun ein verbotenes Ödland voller gefährlicher Kreaturen und Echos der Vergangenheit. Benutze den Navigator, um nach Io zu reisen, in Cora zu finden. Das werden wir im nächsten Part machen. Das war mir meine Ehre, euch unterhalten zu dürfen. Peace up und haut da rein.